Rico, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu den, von den. Ach, hör auf zu lügen hier. Nee, so richtig hier. Da kann wird ich hier nicht so ein mehr. richtig so ein Hirnausschnitt für den Bierwurf. Mann, ey. Ja, willkommen zurück. Welcome back, sagt er mal. Wir haben jetzt die Was war denn Stellung. Mit gerade? Ich weiß es nicht. Eine Challenge geschafft, wir haben es überlebt, die Leber, der geht's gut, also keine Transplantation. Kommen wir mal zu den angenehmeren Sachen des Lebens, und zwar ein schönes Bier. Ein genau. Gutes Bier, hoffe ich doch mal. Gutes Bier aus Berlin. Jens hat gesagt, er glaubt sich zu erinnern, dass er das schon mal getrunken hat. Ja, ja, das schmeckt gut. Schauen wir mal. Gut, nun kann man hier das hinten nicht mehr lesen, ne? Doch, doch, das liest du ja nachher vor. Ah, na, ist ja schön. Ja, gut, ist jetzt so Underground, Camouflage-mäßig halt, ne? Ja, ist okay, ist jetzt nicht so der Bringer. Ist halt was für die, kann man sagen, für die heutige Jugend, für die, die jetzt so feiern gehen hier mit 18, 19, 20, wird das wahrscheinlich hier so ein cooles Design sein. Also wenn ich jetzt 5 Jahre jünger wäre, dann würde mich das auf jeden Fall als 18-Jähriger ansprechen. Schön modern, ja, genau. Definitiv. 2 Punkte würde ich sagen. Ich würde den aber dann später, naja, 2 Punkte. Vielleicht später ein extra Punkt für die moderne Variante des Designs. Ja. Die einen nennen es Wegbier, die anderen nennen es Fußpilz. Und bei uns ist das die Pulle für die Pranke. Berliner Pranke ist ein astreines Vollbier, mild und süffig. Ja, das spricht definitiv die Jugend an. Haben sie aber cool gemacht, ne? Naja, und natürlich Indira Gandhi, Berliner Pilsener Brauerei. Na gut, 48 Kilokalorien, 6 Kilokalorien ja, pro 100 Milliliter mehr wie Standard. Gieß ein, mach auf. Ja, manche wollen Diät machen, dann trinken sie halt vielleicht nicht gerade Litte, dann trinken sie halt immer 42 Kilokalorien. Manche einer macht im Januar einfach Bierdiät, so Alkoholdiät. Gucke mal einer an. 6%, ne? Ja. Jetzt gießt du ein, schnell. Meinst du, weil jetzt der Alkohol verflüchtigt sich so? Ja. Okay, jetzt hören wir uns das mal kurz an. Akustikprobe. Aha. Oh, ist die Hutschnur zu eng. Hm. Das gibt's doch nicht. Also, mal gucken. Was? Also. Du sollst deine Popos nicht darin schmieren. Gießt das ein? Vom Geruch her ist das ein Berliner, ja. Sieht aus wie ein Becks, aber ist ein Berliner. So, dass man jetzt sieht. Oh, was ist das denn? Nicht alles. Davon möchte ich bitte was abhaben. Ich bin ja gierig. Okay. Hey, hey, hey. Das sieht ja richtig gut aus. Na? Ich yes. bin erstaunt über diesen bernsteinfarbenen Ton. Der sieht wirklich gut aus. Der Schaum gefällt mir auch sehr gut. Der ist ja fast perfekt, der Schaum. Kannst du ihn nicht beschweren? Was willst du jetzt sagen? Ist gut. Ja, gar nichts. Ist recht. Die Farbe ist cool, oder? Ja. 4 Punkte. Boah. Also das ist schon krass. Also das ist eine richtige Augenweide. Da staune ich auch gerade. Boah, kennst du das bloß aus der Pulle, wa? Naja. Nee, ich habe immer mein Glas dabei. Prost. Ja, Vollbier. Ja. Also Vollbier. So. Separato 6er. Also, Säure ist von vorne bis hinten also merkt man. Die hopfige Note, malzig auf jeden Fall nicht. Hopfig habe ich jetzt nicht, das kommt bloß unterschwellig.
bittere Note ist auch mit dabei, aber die fügt sich gut mit an, muss ich sagen. Also, das Ding ist kräftiger wie das Pilken, was wir hatten. Ja, klar, locker. Also. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht. Ach, ich sage erstmal nichts. Muss ja nochmal probieren. Das ist so ordentlich mild, super süffig und das steht auch so drauf, aber das ist Tatsache so und das ist auch schön sprudelig. So. Da passiert nicht viel an Geschmack im Mund, aber durch den Sprudel ist es. Das ist halt Da gebe ich dir angenehm. recht. Durch diese Kohlensäure Ja. hast du das komplett einfach, verteilt sich das richtig gut im Mund. Das heißt, du hast eine runde Sache, von nichts wirklich richtig, aber dafür eine runde Sache. Ja? Also nichts sticht da wirklich hervor, es ist einfach rund. Wie sagen Sie das? Aber ist halt wieder nicht Mild, viel. mildsüffig, ja. Das ist wirklich so, mildsüffig. Ja, ist so. Ja, nee, passt. Also. Ich finde das doch so lecker. Also, ich würde mir davon auch mal eine Kiste kaufen. Im 11er Bereich. 11er, 12er Bereich. Ein 12er. Spezialpunkt. Jetzt kannst du mal einen Preis rausrücken. Guck, da werden dir die Ohren schlackern. Mal gucken, was haben wir hier? Berliner Pranke. 85 Cent. Muss ich mal reinziehen. 85 Cent, genau der gleiche Preis wie das Feldschlösschen. Und himmelweiter Unterschied, oder? Kommst du wirklich Ist ran an die Pulle? schon brutal. Ist das schlecht, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist derselbe Preis. Selber Preis. Ey. Wahnsinn, ne? Gibt's aber nicht. Ja, ich mach das jetzt bitte weg. Achso, guckt euch das Video an, wa? Genau. Tja. So, jetzt. Achso, haben wir ja. Spezial. Was denn Spezial hier? Spezial. Du willst irgendeinen Punkt geben? Weiß ich nicht mehr. Spezial auf jeden Fall, die haben das richtig gut designt, nicht nur von der Farbe her, von den Mustern her, sondern auch von dem, wie soll man sagen, von der Grammatik, die man hinten lesen kann, hat es auf jeden Fall einen Punkt für, Von der Grammatik her. naja, fürs Moderne, für das ins Moderne Ach so. reininterpretieren, sagen wir es mal so, ja. Das finde ich gut und das hat auf jeden Fall meiner Meinung nach einen Punkt, einen Sonderpunkt auf jeden Fall verdient. Ansonsten ist das halt standardgrüne Flasche und nichts weiter Besonderes. Aber die Farbe ist cool. Hätte ich niemals mit dir gerechnet, mit so einer Farbe. Willst jetzt nur einen Punkt geben, ja? Na, erzähl du mal. Das ist ja so günstig. Was? Wenn ich das hier mit Sternbo Feldschlösschen Ja, vergleiche. natürlich, aber da könntest du aber auch andere Sachen nehmen. Den könntest du Hasselröder nehmen mit 65 Cent und. Na, Das ist ist auch aber schon so. bald so ein Feldschlösschen, ey. Ja, also. Hat 6 Volt, ist ein bisschen mehr als das Standard. Das wäre speziell. Das ist jetzt anzumerken, genau, die schmeckt man nicht. Also, ich schmecke die Ja, 6% nicht. die schmeckt man ja nicht raus. Ja, jetzt ist eine grüne Pulle endlich. Ist aber Also. heftig, ne? Musst du mal reinziehen. Normalerweise ist so standardmäßig so 4,8, Hat schon ne? zwei verdient, finde ich. Machst du ihn mal sechs und machst du ihn mal, ist halt jetzt modern Ja, gemacht. dann hau 2 Punkte Dann drin. hau! Aber erstaunlich, Ist Indianer oder man was? schmeckt die 6% echt nicht. Das ist schon echt Deutsche krass. Reinheitsgebot etwa? Uwe. Ich möchte das T-Shirt nicht mehr tragen. Das engt mich so ein. Willst du Ja. uns in der Zeit noch einen Witz erzählen? Einen kurzen. Also wir bedienen jetzt einfach mal das Klientel oder das Klischee. Na, wir bedienen das Klischee, pass auf hier. Ich behaupte, im Bier sind weibliche Hormone. Warum behaupte ich das? Wenn ich mehrere trinke, kann ich nicht mehr Auto fahren und drehe der dummes Zeug. Ja. Ganz einfach. Und jetzt gegensätzlich natürlich, dadurch, dass wir jetzt hier uns auf Kosten der Frauen lustig gemacht haben, jetzt mal auf Kosten der Männer. Fritzchen sitzt in der Badewanne. Mama, Mama, ruft er. Wo ist denn der Waschlappen? Dann die Frau antwortet: Bier holen.
Mann, Alter. Mit Uwe oder was? Nee. Du hast ja noch gar nicht ausgetrunken. Aber das ist typisch Berliner Pilsener Brauerei. Du musst aufpassen mit deiner Zeit, die du dir lässt. Ich habe kein Uwe. Was? Ja, findest du? Die Kohlensäure, die ist halt dementsprechend. Doch, ist wirklich so. Deshalb gibt es wahrscheinlich Berliner Kindl dann auch um die 0,33er Pullen. Ja. Ich hatte kein Uwe. Nee, ich hatte jetzt auch kein Uwe. 24. Ach, hör auf. Jolt. Was steht da? Jolt. Was steht denn hier bei Jolt? Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welchen es nach diesem hervorragenden Hopfentrank dürstet. Sehr schön, sehr schön. Also, Wahnsinn. Yes. Wahnsinn. Respekt, sehr gut gemacht. Super Braukunst, sehr okay. Schön. Ja. Kommst du da durch, Dicker? Mit dem T-Shirt, ja, was mich ja einengt. So, solange wie Rico jetzt hier unterwegs ist, Leute kommentieren, abonnieren und teilen und so. So, jetzt trinken wir, pass auf, jetzt kommt das. Wow. Ich verabschiede mich schon mal. Ich mache alleine weiter hier, oder was? Eigentlich. Im nächsten Video gibt es feinstes Original Thombräu Premium Pilz. Das passiert, wenn man Enrico einkaufen lässt. So Leute, also gibt es als nächstes Bier eine Challenge. Kotzen oder nicht?